Ja, jetzt ist es soweit. Ostdeutschland, wir müssen reden. Ist euch aufgefallen, was hier unten steht? Ich weiß auch noch nicht, ob ich hier bleibe. Mein POC-Bruder ist in Bautzen aufgewachsen und wohnt in Dresden. Er sagt, wenn er das Straßenbild einen gewissen kritischen Punkt überschreitet, zieht auch er die Reißleine. Hier diskutieren gerade nur drei von einer Community von über 125 Leuten, die sehr gut ausgebildet sind. Dozenten in der Erwachsenenbildung. Wir haben Leute von der HNE sehr stark in nachhaltige Entwicklung ausgebildet. Also wirklich wichtige Berufe, wirklich wichtige Dinge, ja. Die diskutieren darüber, ob wir unsere Dienstleistungen weiterhin in dieses Bundesland investieren, wenn. Und ich spreche da die AfD an, ich spreche den Dritten Weg an, ich spreche die Basis an, ich spreche die Freien Wähler an und ich spreche die CDU/CSU an. Ja, ganz gezielt, ja, möchte ich die FDP tatsächlich auch nicht unter den Tisch schieben, da die sind zwar klein, aber wer so viel Geld hat, der hat Einfluss und das haben wir bemerkt. Wie kann man denn die FDP in diesem Punkt gar nicht erwähnen wollen? Also, FDP. Ihr seid in der Regierung dabei und ihr habt ganz, ganz viel behindert und blockiert. Und dann tatsächlich kann man sich bei einigen Journalisten angucken, wie viel Fehlinformation da reinkommt. Aber, und das ist der Punkt, wenn sich dieses Straßenbild durch diese Rhetorik und durch diese Art und Weise und durch diese wissenschaftsverleugnenden Hintergründe nicht ändert, dann ziehen wir in den Westen. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Damit sterben nicht nur die Fachkräfte und die müssen anders besetzt werden. Sondern. Im Westen, weil ja diese Parteien, die ich gerade alle aufgezählt habe, immer wieder erfolgreich verhindern, dass wir Mietpreisbremse und sowas haben. Im Westen werden die das mitkriegen und die werden die Mietpreise dementsprechend in die Höhe treiben. Das ist für die gut Ausgebildeten, die darüber gehen, tatsächlich nicht das große Problem. Das große Problem ist das für die anderen und das treibt dieses soziale Missrat an. Und ich erinnere daran, dass da mal jemand gesagt hat, je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es der AfD. Aber das ist ein Trugschluss, denn je besser der AfD geht, desto schlechter geht es Deutschland. Und dieses Rad ist nicht mehr aufzuhalten. Deswegen werdet wach, werdet laut, in meinem Fall wählt die Volt oder eine andere demokratische Partei. Aber bitte lasst uns normal miteinander diskutieren und nicht mehr auf populistischen Aussagen und völlig sozial fremden Thesen diese Demokratie auf die Beine stellen. Neu auf die Beine stellen. Ja? Also, macht das Plus weg, teilt das, weil wir müssen als Community tatsächlich zusammenhalten. Ein kleiner Kommentar wäre vielleicht nicht schlecht, was ihr davon haltet. Und bitte, denkt dran, wir machen das für uns alle als Gemeinschaft, als gemeinschaftliches Deutschland mit all den Farben und diversen Männern und Frauen und Sternchen, die es da draußen gibt.